Hallo meine Lieben, ich bin's nochmal. Ich komme heute ein zweites Mal zu euch. Ich hatte heute irgendwie den ganzen Tag den Impuls dazu, einen kleinen Beitrag zu machen zu dem heutigen 31.10. Denn mir ist es ganz besonders wichtig, darauf einzugehen, hier auf unserem Kanal, dass dieser Tag ein ganz besonderer ist und vor allem die Nacht vom 31.10. zum 1.11. eine ganz besondere ist. Wie die meisten von euch ja wissen, ich habe in grauer Vorzeit irgendwann Grundschullehramt studiert und damals an der Uni Regensburg gab es ein Fach, das hieß Brauchtum. Und ich habe dieses Fach geliebt, denn es interessierte mich immer schon, über Bräuche Bescheid zu wissen, die unsere Ahnen, unsere Vorfahren pflegten. Ja, und ich fand das damals schon als sehr junge Frau sehr, sehr bedauerlich, dass diese Bräuche so in Vergessenheit geraten sind. Und das ist mir irgendwie so ein bisschen geblieben, mein Interesse an Brauchtum. Und gerade zum heutigen Tag, zur heutigen Nacht, gibt es, wie ich finde, etwas sehr Bemerkenswertes, das man sich mal ins Gedächtnis rufen darf. Und deswegen habe ich mich heute spontan dazu entschlossen, für euch ein zweites Video heute hochzuladen. Ja, und zwar, wir feiern seit einigen Jahren ja sehr ausgelassen Halloween. Also viele Menschen ja in Europa feiern dieses Fest, das ursprünglich so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt ist. Und der Kernpunkt dieses Halloween-Festes ist ja Grusel. Ja, also man verkleidet sich möglichst gruselig, man sieht gruselige Gestalten durch die Stadt laufen, vor allem auch die Kinder werden darauf angesetzt, Süßigkeiten zu schnorren. Ja, bitte Süßes, sonst gibt's Saures. Und ursprünglich hat diese Nacht, die wir jetzt oftmals nur und vor allem auch die jüngere Generation unter Halloween kennt, eine ganz andere Bedeutung. Und darauf möchte ich kurz eingehen und euch auch so ein bisschen vielleicht dafür zu sensibilisieren, was ihr heute Abend und heute Nacht eventuell tun könnt, um besonderen Kontakt mit euren Ahnen oder einer lieben verstorbenen Seele aufzunehmen. Dieses Fest, ursprünglich als Jahreskreisfest der Kelten unter dem Namen Samhain bekannt und gefeiert, war ein Fest für die Verstorbenen. Ja, also man hatte damals diesen Brauch gepflegt, in der Nacht vom 31.10. zum 1.11. Kontakt, ganz bewusst Kontakt zu den Verstorbenen, Familienangehörigen zu suchen. Dafür hat sich die ganze Familie versammelt, denn bei den Kelten war der 31.10. gleichzeitig der letzte Tag des alten Jahres und der 1.11. der erste Tag des neuen Jahres. Ja, also wie wir den 31.12. als Silvester kennen und den 1. Januar als Neujahr, war bei den Kelten der 31.10. sozusagen der Abschluss des alten Jahres und mit dem 1.11. begann das Neue. Was auch sehr interessant ist, wie ich finde, dass die Kelten nur zwei Jahreszeiten unterschieden, nämlich den Sommer und den Winter. Und der heutige Tag hat sozusagen den Sommer zum Abschluss gebracht, das Sommerhalbjahr und das Winterhalbjahr eingeleitet. Das Sommerhalbjahr stand unter der männlichen Kraft der Sonne, des Aktivseins, des nach draußen Gehens. Und jetzt wurde eingeleitet das Winterhalbjahr, das unter dem Aspekt der weiblichen, zurückgezogenen, empfänglichen Energie von Mutter Erde steht. Und ich finde das eigentlich einen sehr schönen Brauch, an den man sich einmal erinnern darf, auch ganz bewusst jetzt diese Zeit einzuleiten, diese Zeit, wo es einfach dunkler wird, ja, wo wir uns mehr nach innen zurückziehen, in unsere Häuser, wo wir es uns gemütlich machen und diese Zeit auch dafür zu nutzen, nach innen zu schauen.
Ich habe es in den letzten Videos schon gesagt, wir hatten ja jetzt diesen kraftvollen Neumond im Skorpion mit dieser partiellen Sonnenfinsternis. Und diese Energie, die uns dort sozusagen ins Kollektiv eingeschleust wurde, bleibt tatsächlich auch jetzt für dieses kommende halbe Jahr bis zum März 2023 erhalten. Und diese Energie ist sehr transformativ, wenn wir sie richtig zu nutzen wissen. Und es geht vor allem darum, uns jetzt nach innen zu besinnen, auf unser eigenes, inneres, tiefstes Wissen, auf unser wahres Ich. Und ja, ich möchte fast sagen, eine ganz besonders innige Partnerschaft mit uns selbst einzugehen. Und diese Nacht vom 31.10. zum 1.11. wurde in der keltischen Brauchtumsgeschichte dazu genutzt, besonderen Kontakt zu den Ahnen, zu den lieben Verstorbenen aufzunehmen. Und man sagt, dass in dieser Nacht auch der Schleier zwischen unserer Welt und der Anderswelt ja, ganz besonders dünn ist. Und ich möchte euch dazu ermutigen, wirklich heute vielleicht euch mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen, die Augen zu schließen und ganz bewusst Kontakt zu einer lieben verstorbenen Seele aufzunehmen, die ihr vielleicht ganz besonders vermisst oder zu der ihr eine ganz besondere Verbindung spürt. Was ich sehr schade finde, ist, dass Halloween im Prinzip die Verstorbenen etwas verunglimpft, ja, so kann man das schon sagen, denn diese ganze Maskerade, diese Gruselverkleidung, diese Geister, ja, vor denen man sich eigentlich fürchten soll, repräsentieren ja die Toten, ja, die Anderswelt. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, vor allem in meiner Arbeit auf der Palliativstation und im Hospiz vor einigen Jahren, dass diese Angst vor dem Tod und diese Tabuisierung des natürlichen Sterbens und Werdens in unserer Gesellschaft dazu beiträgt, dass das Thema Tod im Grunde immer mehr tabuisiert wird. Und ich finde das so schade, dass sich so wenige Menschen schon mit ihren Kindern auch ganz natürlich damit beschäftigen, Kindern beizubringen, dass es etwas sehr, sehr Selbstverständliches ist, dass wir hier auf der Erde eine Weile sozusagen zu Gast sind und irgendwann aber unseren Körper, unser Kleid, dass wir für diese Inkarnation geliehen bekommen, zurücklassen, um wieder nach Hause zu gehen. Aber dass der Tod kein Sterben in dem Sinne ist, dass mit dem Tod alles endet. Und ich finde einfach diesen Gegensatz unglaublich krass, was dieses Samhain-Fest, dieser 31.10. in der ursprünglichen Bedeutung, irgendwann war, nämlich ganz bewusst sich diesen Kreislauf von Sterben und Werden im Sinne dessen, dass die Seele lediglich, ja, ich möchte sagen, ihr Gewand wechselt, wenn sie die Inkarnation verlässt, ganz bewusst auch mit der Familie, mit Kindern besprochen wurde. Ja, ich habe da heute mich ein bisschen damit beschäftigt in der Literatur und auch so ein bisschen Beiträge dazu gelesen, weil mich das selbst sehr interessiert. Und das, was mich am meisten wirklich dabei eigentlich ein bisschen bedrückt gemacht hat, war, dass dieses Natürliche von Sterben, damit etwas Neues entstehen kann, dass Energie niemals verloren geht, ja, dass wir quasi, wenn wir irgendwann aus dieser Inkarnation austreten, uns verabschieden, lediglich in eine andere Daseinsform übergehen,
dass das in der heutigen Zeit viel zu wenig Beachtung findet. Denn gerade früher wurde das Thema Tod und Sterben weit weniger tabuisiert. Man hat einen ganz anderen, viel natürlicheren Umgang damit gepflegt. Und auch Kinder wurden bereits damit konfrontiert. Wenn zum Beispiel in einer Großfamilie ein Mitglied gestorben ist, war das ganz natürlich, dass die Kinder noch einmal sich verabschiedet haben von dem Verstorbenen, der wurde da aufgebahrt. Ja, das war etwas ganz Selbstverständliches. Aber heute wird der Tod in ein ganz anderes Licht gerückt, vor allem natürlich auch durch die Medien, ja, durch die vielen Filme, die Kinder jederzeit anschauen können, ob im Internet oder im Fernsehen, ja, wo es um Gewalt, wo es um Sterben, um Mord, um Totschlag etc. geht, da bekommt dieses Thema eine ganz andere Bedeutung. Und als ich heute da mich so ein bisschen rein vertieft habe in diese Materie, ist mir wieder bewusst geworden, dass unsere Ängste und im Moment, wie viele Menschen spüren, ist eine große dunkle Wolke der Angst im Kollektiv. Ja, das hängt mit mehreren Dingen zusammen. Da ist einmal dieser noch immer andauernde Krieg. Dann natürlich steckt noch diese Pandemie in den Knochen und auch hier sind Ängste vorhanden. Ja, kommt da noch mal was oder wie geht es weiter? Dann die Energiekrise, jetzt steigende Kosten, die Menschen in Existenzängste führen. Also wir haben sehr viele Ängste im Moment im Kollektiv und die drücken auch so ein bisschen wie so eine schwere Bleidecke auf uns. Und heute ist mir wieder so klar geworden, dass eigentlich jede Angst, die wir haben, auf diese Urangst des Menschen vor dem Tod zurückzuführen ist. Und wenn wir das ein bisschen weiterspinnen, ist es so unfassbar wichtig, meine Lieben, dass wir uns mit diesem Thema Tod auseinandersetzen, nämlich aus dem Grund, die Angst davor ein Stück weit zu minimieren oder sogar zu verlieren. Besonders wenn du vielleicht zu den alten Seelen, zu den sehr weisen Seelen gehörst, die schon sehr, sehr viele Inkarnationszyklen auf der Erde verbracht haben oder auch in anderen Galaxien möglicherweise, dann wirst du zunehmend deine Angst vor dem Tod verlieren oder schon verloren haben. Es könnte dann sogar sein, und bitte verurteile dich nicht dafür oder glaub auch nicht, du bist verrückt, ja, denn es geht momentan vielen Menschen so, dass du manchmal fast so etwas wie eine Todessehnsucht spürst. Ich weiß, das Wort klingt erstmal ziemlich schrecklich, aber so ist es gar nicht, denn es ist eine Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Und gerade Seelen, die sich so, ich möchte mal sagen, am Ende ihrer Inkarnationszyklen befinden, die also sehr reif sind, die schon viele, viele Inkarnationen auf Erden verbracht haben, haben manchmal dieses Bedürfnis, jetzt endlich zurückzukehren in den Ursprung von allem, was ist, in die Quelle und dann nicht mehr zu inkarnieren. Mir ging es zum Beispiel schon als Kind so, ich weiß nicht, ob jemand dabei ist, der jetzt zuhört, der das bestätigen kann. Es wäre super, wenn ihr hier ein bisschen kommentiert, ob es euch auch so geht. Ich habe als Kind manchmal schon diese absolut große Sehnsucht verspürt, wieder nach Hause zu gehen. Für mich war immer dieses Nachhause eine Welt jenseits von dieser 3D-Welt, die mir niemals Angst gemacht hat. Und vielleicht geht es dir auch so, gerade jetzt in der Zeit, wenn hier
auf weltlicher Ebene, ja, auf der Bühne der Erde sozusagen, so viel geschieht, was Menschen in Angst und Schrecken versetzt, ja, was das Leben auch in gewisser Weise schwer macht, dass du in manchen Momenten das Gefühl hast, deine Seele zieht es nach Hause. Und viele Menschen unterdrücken solche Gedanken und Gefühle, weil sie denken, das kann man ja gar keinem erzählen, der denkt ja, ich bin verrückt oder ich bin irgendwie suizidgefährdet, ja. Damit hat das gar nichts zu tun, ja, überhaupt nichts, sondern es ist etwas sehr Natürliches, wenn wir uns als Seele begreifen. Wenn du für dich erkannt hast, dass du nicht ein Mensch bist mit einer Seele, die da irgendwo in dir sitzt und du weißt nicht wo, sondern wenn du verstanden hast, dass du reine, liebevolle Seelenessenz bist, die sich für dieses Leben, für diese Inkarnation hier auf der Erde ganz bewusst entschieden hat, um bestimmte Erfahrungen zu machen und sich dafür ein irdisches Kleid geliehen hat, unseren Körper, dann wirst du verstehen, dass diese Sehnsucht der Seele, nach Hause zu gehen, was ganz Natürliches ist, gerade dann, wenn die Inkarnation durch bestimmte Umstände schwierig erscheint. Wenn wir die Angst vor dem Tod überwinden, weil wir wissen, wir kehren nach Hause zurück in die Quelle oder zu der Quelle, die nichts als Licht und Liebe ist, dann werden unsere anderen Ängste, die uns so im Alltag beschäftigen, sehr, sehr klein. Ja? Ich kann euch da nur von meiner Erfahrung berichten. Es gab ja in meinem Leben auch schon oft Situationen, die mich geängstigt haben, wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich komme ich da durch, hoffentlich überstehe ich das. Ich habe mich gefragt, wie soll es jetzt weitergehen? Und dann war komischerweise immer sofort in meinem Kopf dieser Gedanke, mir kann nichts passieren, denn irgendwann gehe ich wieder nach Hause. Hier auf Erden kann nichts passieren, was für mich so schlimm wäre, dass ich es nicht ertragen würde, weil ich immer den Trost hab. Irgendwann gehe ich wieder nach Hause. Und ich finde, wir sollten heute, gerade an diesem Tag und in dieser Nacht, an diesem Abend, diesen Brauch der Kelten einmal aufgreifen und sollten uns daran erinnern, dass auch unsere lieben Verstorbenen, unsere Ahnen, nur nach nebenan gegangen sind. Dass wir immer noch die Möglichkeit haben, zu den Seelen unserer Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Und bitte glaubt nicht, dass das nur bestimmten Menschen vorbehalten ist, dass das nur ganz bestimmte Medien können. Daran glaube ich nicht. Ich bin fest davon überzeugt, wenn du dein Herz öffnest, und ohne jeden Zweifel, dass es möglich ist, Kontakt suchst zu einer liebevollen Seele, die bereits nach nebenan gegangen ist. Ganz gleich, ob das ein Mensch ist oder vielleicht auch ein geliebtes Tier, ja, dass du dann Verbindung aufnehmen kannst. Es ist nicht immer gesagt, dass das zu jeder Zeit möglich ist. Diese Erfahrung mache ich auch. Es ist nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, die Seele, zu der man gerne Kontakt möchte, ist im Moment beschäftigt oder ist im Moment nicht verfügbar für eine Kontaktaufnahme. Aber dann bitte erschreck nicht oder denk nicht, oh, das klappt sowieso nicht, sondern versuch es zu einem anderen Zeitpunkt nochmal. Und diese Nacht heute ist besonders dafür geeignet, dir vielleicht
einmal zu überlegen, ob du es versuchen möchtest, wenn du das Gefühl hast, du möchtest einem lieben Verstorbenen beispielsweise etwas mitteilen oder du stellst eine Frage und öffnest dich für eine Antwort. Vielleicht kommt die Antwort nicht gleich heute, ja? Vielleicht dauert das ein paar Tage und du bekommst in den kommenden Tagen ein Zeichen, ja? Irgendetwas, wo du genau weißt, wow, das ist jetzt die Antwort oder die Seele, die ich angesprochen habe, zu der ich Kontakt aufnehmen wollte, hat mir gezeigt, dass meine Kontaktaufnahme angekommen ist. Dieser Brauch, Halloween zu feiern, wie gesagt, den gibt es ja noch gar nicht so lange bei uns, ja, das ist ja alles so ein bisschen aus Amerika rüber geschwappt, ist sicher nicht zu verteufeln im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich möchte das auch gar nicht bewerten. Ja, wer heute Abend auf eine Halloween-Party geht und feiert und Spaß hat, dem möchte ich gar nicht den Spaß verderben. Ich möchte mit diesem Beitrag einfach dazu anregen, dass wir uns ab und zu mal mit Brauchtum aus der Vergangenheit unserer Ahnen beschäftigen. Und dass es sich heute vielleicht besonders anbietet, wenn du das Gefühl hast, und ich habe in den letzten Monaten in den Videos oft darüber gesprochen, dass ich spüre, dass gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2022 viele Seelen aus dem Jenseits Kontakt zu uns Menschen suchen, um uns auf unserem Transformationsweg zu helfen. Ja, denn die Verstorbenen, die Seelen, die sozusagen von der Anderswelt auf uns blicken, möchten uns vor allem dabei helfen, in die bedingungslose Liebe zu uns selbst zu finden, uns selbst wertzuschätzen. Ja, und deswegen, vielleicht hast du jetzt ganz spontan schon die Idee, ja, welche Seele du heute vielleicht einmal anrufen, im wahrsten Sinne des Wortes, könntest. Oder ja, zu wem du gerne in Kontakt treten würdest. Diese Nacht, dieser Abend ist besonders gut dafür geeignet, meine Lieben. Ja, es war mir einfach wichtig, da heute mal drüber zu sprechen. Vielleicht magst du dir auch Gedanken darüber machen, dass Ängste, die dich im Moment beschäftigen, auch vielleicht belasten, auf diese Urangst vor dem Tod zurückzuführen sind. Auch Verlustangst, ja, was andere Menschen in unserem Leben betrifft. Existenzangst, was unsere Finanzen, unsere Materie betrifft. Angst vor Krankheit, Angst vor Ausbreitung des Krieges. Letztlich sind es alles Ängste, die in dieser Urangst wurzeln. Und wenn wir verstehen, dass wir, nachdem wir hier dieses irdische Kleid ablegen, wieder zurückkehren zu unserem Schöpfer, zur Quelle, dann werden diese Ängste verschwindend klein, wie ich finde. Ich habe vor, ich denke, das ist 2-3 Jahre her, habe ich mal ein Video gemacht, warum uns ein Seelengefährte begegnet. Ja? Menschen, mit denen wir uns von Anfang an verbunden fühlen, die oft Aufgaben in unser Leben bringen. Und viele von euch, genau wie ich, ja, haben die Erfahrung gemacht, dass dieses Gefühl für diesen Menschen nicht vergleichbar ist mit dem Gefühl, das wir vielleicht für jemand anderen haben oder hatten in der Vergangenheit. Und in dem Video bin ich darauf eingegangen, dass uns die Liebe zu einem Seelengefährten an die Liebe unserer Quelle erinnert. Dieses Gefühl, beim anderen zu Hause zu sein, dieses Gefühl, dort Geborgenheit zu erfahren, dort sein zu dürfen, wie wir sind, haben wir in uns gespeichert, denn so geht es uns, wenn wir zu Hause sind.
Und deshalb ist es so entscheidend, uns immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir hier auf Erden sozusagen einen Akt eines Theaterstücks ja spielen dürfen mit vielen Akteuren, mit denen wir uns bereits vor diesem Leben verabredet haben. Aber irgendwann, wenn wir unsere Rolle hier zu Ende gespielt haben, wenn wir das gelernt haben, was wir lernen wollten, wenn wir allen Menschen begegnet sind, die sich mit uns verabredet haben, und wenn wir am Ende unseres Lebens angelangt sind, ganz gleich wann das ist, manche Seelen nehmen sich vor, lange in der Inkarnation zu bleiben und manche Seelen bleiben nur kurz. Aber eines ist sicher, wir kehren wieder zurück zur Quelle. Und dort gibt es nichts als Liebe. Dort fühlen wir uns zu Hause. Und da dürfen wir einfach nur sein. Und wenn wir den Tod als Übergang genau dorthin betrachten, dann verliert er seinen Schrecken. Und deshalb bin ich selbst auch kein Freund von Halloween, denn da soll der Tod erschrecken. Und ich möchte euch eher dafür öffnen, den Schrecken vor dem Tod zu verlieren. Ja, meine Lieben, wenn euch das Thema interessiert, Brauchtum oder vielleicht auch der Tod, wir haben jetzt in dieser stillen Zeit bis Weihnachten viele Abende vor uns, wo wir uns eine Kerze anzünden können. Und ich bin gerne bereit, mehr Videos zu diesen Themen zu machen, denn ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit sind sie auch sehr hilfreich, ja, gerade mit dem Thema Tod anders umzugehen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, dann komme ich eurem Wunsch gerne nach und begleite euch ein bisschen in dieser Richtung durch diese letzte Zeit des Jahres. Ja, meine Lieben, ich danke euch fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn das Video, wenn der Beitrag auf Interesse stößt. Ich freue mich über alle Kommentare dazu. Natürlich freue ich mich, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Und vielleicht magst du das Video auch teilen mit jemandem, ja, von dem du vielleicht glaubst, er oder sie weiß gar nicht, was ursprünglich die Bedeutung von diesem 31.10. war. Denn ich finde es ganz wichtig, dass wir diese Brauchtümer ab und zu mal in unsere heutige, schnelllebige und moderne Zeit holen. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend und morgen einen schönen Feiertag. Ich schicke euch eine ganz dicke Umarmung aus Mallorca. Eure Uli. Tschüss.